Eins, zwei, drei, high life dabei. Welcome! Ja, Mann. Hallo Leute, ich bin der Florian, der Cage Surfer. Und ich erzähle euch heute ein bisschen, wie wir das Surfen begonnen haben. Ich bin so froh und glücklich wieder im Leben und bin angekommen wieder. Und ich habe alles zum Verdanken dem Markus, der mich vor zwei, drei Jahren wieder getroffen hat, mit dem ich in der Schule war. Mein Name ist Markus Lamer, ich bin Wakesurf-Profi aus Österreich und ich fahre auf der internationalen World Tour mit. Und dort hat sich seit einigen Jahren eine Adaptive Series etabliert. Und da ich seit einigen Jahren mit dem Florian am Boot viel Zeit verbringe, hat mir das eigentlich auf den Plan gebracht, ihm den Traum zu erfüllen. Und dann sind wir in Amerika gewesen, haben das ausprobiert und dann war der Plan einfach, der Flo kann das. Und wir machen das mit dem Flo und der Markus war dankenderweise so lieb und hat meine ganze Crew aufgestellt. Da war dann die Freude, glaube ich, beim Flo schon ziemlich groß. Aber dann hast du auch gemerkt, okay, gut, jetzt geht's los. Also jetzt müssen wir uns wirklich Gedanken machen, wie organisieren wir das? Wer ist da alle involviert? Wie viele Personen brauchen wir dafür? Ja, dann haben wir das zum Ziel gesetzt. Ich habe dann mit unserem Verein, mit Ohana Vienna, haben wir uns zusammengetan, haben immer einen Käfig bestellt. Den haben wir dann letztes Jahr zum Geburtstag geschenkt und heuer ist es eigentlich losgegangen. Wir mussten eine ganz neue Technik erfinden, wie ich als Tetraplegiker mit dem Cage rauskommen kann, da ich ja überhaupt nicht greifen kann. Und bei den Trainingscamps ist das so abgelaufen, wir haben in Diedersdorf, das war eigentlich unser erster Versuch, da haben wir den Florian einmal in den Käfig reingesetzt, haben ihn auf ein Stand-Up-Board draufgestellt und dann mit einer Winch, so eine Seilzugwinde, haben ihn gezogen und wir wollten einfach nur mal üben und trainieren, wie gut er die Hantel halten kann, wie er die zwischen den Beinen einklemmen kann. Ja, da hat er das eigentlich zum ersten Mal probiert und hat ihm sofort gedacht und hat erkannt, dass er ein echtes Talent dafür hat, dass er einen Drang zur Bewegung hat. Einige Anläufe gebraucht, bis wir das richtige Setup gefunden haben, bis wir gewusst haben, wie supporten wir den Flo richtig, dass er da einfach die Welle genießen kann. Dann sind wir am Neusiedlersee gekommen, haben das dort eben mit einem Elektroboot noch ohne Welle umgesetzt und haben mal geübt, es ist rein um Safety gegangen, weil wir auch nicht gewusst haben als Crew, wie helfen wir ihm am besten, wie sind wir am schnellsten bei ihm, wenn er stürzt. Wir haben den Flo ins Fahren gebracht und wir haben nicht einmal wirklich irgendeine Hoffnung gehabt, dass es schaffen wird. Der ist beim ersten Start davongezogen. Ich stand alleine im See und der Flo war weg. Der hat uns alle geschreckt im Brustdorf, der war das erste Mal gleich raus. Ist gesurft. Und im Frühjahr hat man dann auf einmal auf Instagram vom Cage Surfer gehört. Also das Projekt war ja mal angesehen für zwei Jahre oder so, hat mal der Flo gesagt, so in zwei Jahren würde er das gerne mal schaffen oder mal machen. Naja, zwei Jahre sind nicht vergangen, also es ging wirklich flott. Und wir haben mit der Weltmeisterin, mit der Martha Wright aus England, gebürtige Polen, trainiert in Wien auf der Donau. Sie hat mit dem Flo alles von Grund auf noch einmal überarbeitet, überdacht, ihm erklärt und noch einmal Board umgeschraubt, Käfig noch von vorne nach hinten, neue Löcher, ein neues Board haben wir sogar gekauft. Wir haben da wirklich einiges noch schnell angepasst. Dank ihrer Erfahrung, die hätten wir natürlich nie so schnell machen können. Mit so vielen Fortschritten haben wir den Zweijahresplan verworfen und ich konnte auf einmal nach drei Monaten auf der Welle surfen. Der Flo ist tatsächlich der einzige Tetra-Behinderte, der es schafft, die Welle so zu reiten. Mein riesengroßer Vorteil ist einfach meine Rumpfstabilität, mit der ich den Cage auf der Welle kontrollieren kann. Wir haben da in Felden jedes Jahr die Wakesurf Trophy. Der Flo ist ein Showkorn für uns. Ich glaube, es war ein riesen Highlight gestern bei der Austrian Wakesurf Series, dass der Flo zum ersten Mal da ohne Leine vor den Zuschauern gesurft ist und es war ein echt toller Moment. Ich habe noch nie sowas erlebt wie den Flo, seine Lebensfreude am Surfen. Das ist einfach überwältigend. Am Ende bei der Siegerehrung hat man dann gesehen, dass es einfach eine riesen Gemeinschaft ist. Vor Momente dabei sein zu dürfen, das war echt bewegend. Der ist sich so gefreut, gestrahlt über das ganze Gesicht. Einfach, wer den Flo kennt, weiß, das ist eine Brausen, das ist ein Wahnsinn. Also den nehmen wir überall mit. Das ist wirklich, muss man dazu sagen, gelebte Inklusion. Also da gibt es kein Hindernis. Macht uns alle, glaube ich, auch sehr stolz als Crew, dass wir da mithelfen dürfen und Teil von diesem Projekt sein dürfen. Welchen Weg er so schnell geschafft hat. Also die Entwicklung ist extrem schnell gegangen. Der will surfen, der will reisen, der will einfach rum und umkommen. Und ich denke mal, es ist das schönste Gefühl, wenn man da mithelfen kann. Also das ist nicht selbstverständlich, solche Leute rund um sich zu haben, die sich so viel Zeit und Arbeit aufnehmen, die das machen für mich. Und ich glaube, da kommt noch einiges, weil jetzt sind es drei Monate. Was glaubst du, dass der in zwei, drei Jahren aufgeht? Ja, seid dabei. Das wird noch eine spannende Story. Klickt rein, abonniert unseren Kanal und stay tuned.